Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und hier sehen wir Crenza 2. Ein Planeten? Nein, ein Mond, den wir gerade kolonisieren. Wir haben uns dazu entschlossen, Steine dort anzusiedeln. Lebende, kristalline Steine. Die sind, ich glaube, Ende 2019 mit einem kleinen Paket hinzugekommen. Und dieser Planet... Nein! Dieser Mond, entschuldigt, das war tatsächlich ein Sprachfehler, kreist um den Gasriesen Crenza 2 zusammen mit Crenza Prime. Crenza 2a kreist ein wenig näher, ist wahrscheinlich deswegen in der Schwerkraft ein wenig mehr oder höher gefangen, hat vielleicht ein wenig stärkere Kräfte. Deswegen ist dieses eine alpine Welt und Crenza Prime ist eine reguläre kontinentale Welt mit Menschen und Crenza 2 wird eine Mineralienwelt werden. Wir haben uns dazu entschlossen, dort Steine anzusiedeln. Jetzt müsste theoretisch hier auf der Sol-Station müsste ein Schiff im Bau sein. Ein Kolonieschiff der Byzantinium-Klasse. Das beladen mit Steinen, ja, klingt komisch, ist wirklich so, beladen mit Steinen hier hinfliegt, um diesen Mond zu erkunden. Und wir haben in der letzten Folge viel gesabbelt, haben nicht eine Minute geschafft und deswegen machen wir jetzt direkt weiter, um auch dieses Mal ein wenig zu schaffen. Im Einsatz vermisst, ja, das ist klar, zeitkritisches Projekt auch klar, neue archäologische Stätte entdeckt wurde. Durch den gewaltsamen Aufprall eines Raumschiffs wurde eine Art kleiner Canyon auf die Oberfläche gehauen. Was von diesem Schiff übrig blieb, befindet sich noch immer auf dem Boden des Canyons. Obwohl der Absturz vor Äonen stattgefunden haben muss, scheint das Wrack einigermaßen intakt zu sein. Eine archäologische Expedition könnte mehr in Erfahrung bringen. Das ist in... Wie heißt das? Oveprinda. In Oveprinda 6. Hier ist ein kleiner Mond. Und dieses System ist... ist in dem Zweig, den wir auf jeden Fall noch vorhaben zu kolonisieren. Diesen hier nämlich. Alles klar. Okay. Und weiter. By the way, ich habe ein weiteres Add-on installiert, das es nun endlich für die Version 2.6 gibt, beziehungsweise von einem findigen Community-Mitglied für die Version 2.6 gemacht wurde. Und das ist Amazing Space Battles. Die Schlachten in Stellaris sehen für mich persönlich, wer so diese Star Trek-Schlachten kennt, mit den unterschiedlichen Farben von Photonen- und Quantentorpedos, ein wenig zu einseitig aus und deswegen habe ich das Ganze noch installiert. Ich persönlich nutze bei meinen privaten Spielen noch viel mehr Mods. Das möchte ich hier tatsächlich allerdings nicht machen. Und Geburt der galaktischen Gemeinschaft. Dies ist ein historischer Tag. Mehrere der größeren Weltraumreiche der Galaxie, darunter die Vereinten Nationen der Erde, haben die Gründung der galaktischen Gemeinschaft angekündigt. Diese reichsüberspannende Organisation wird als Forum dienen, in dem Angelegenheiten, die die gesamte Galaxie betreffen, diskutiert und entschieden werden können. Als eine der Gründungsmitglieder können wir stolz auf diesen Meilenstein der Geschichte sein. Kirill Markarov, der Tesla, hat Fähigkeit 5 erreicht. Sehr gut. Da sind wir mittlerweile hier überall. Wir können mal in die Forschung gucken, wie die drauf sind. Er hat Stufe 3, 3 und 4. Dann können wir mal gucken, ob wir eventuell ein bisschen rumtauschen. Das können wir gleich mal machen. Lass uns mal gucken, ob wir eventuell einen Forscher dahin packen. Vielleicht von einem Schiff, was nicht so viele Erkundungen hat. Er ist zum Beispiel nur am Erkunden. Ja. Ja, das sehen wir dann. Das können wir eventuell gleich mal machen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die galaktische Gemeinschaft an.
Das ist eine Neuerung, die mit 2.6 gekommen ist. Und es wurden keine Beschlüsse vorgeschlagen. Beschlüsse können im Reiter Beschlüsse vorgeschlagen werden, indem man sie in die Vorschlagswarteschlange auf der linken Seite einträgt. Und dort können wir uns das Ganze dann angucken. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Der Rat tagt, ich weiß nicht, alle paar Jahre mal. Und wir haben aktuell einen Einfluss von 378 oder diplomatische Bedeutung. Hier ist ein Fehler. Hier steht 379. Ich vermute, er wird bei 378,9 oder sowas liegen. Und bei der momentanen Bedeutung wird es aufgerundet. Und hier wird es abgerundet. Hier wird einfach die Kommastelle abgeschnitten. Also das ist auch irgendwie ein kleiner Softwarefehler. Aber okay, alles gut. 378 und 79. Zwei sind noch größer als wir. Okay. Gesandten zuweisen möchte ich jetzt nicht. Wir haben nur zwei und die sind gerade dabei. Im Senat ist auch aktuell nichts. Senatspause sind noch 700 Tage. Beschlüsse. Das gucken wir uns, würde ich sagen, ein anderes Mal an. Wir haben in der letzten Folge genug gemacht und nichts genug gesteuert und nichts getan. Jetzt wollen wir erstmal auch wieder sehen, dass hier ein wenig was vorangeht in unserem galaktischen Reich. Und eine Einladung zu einem Wirtschaftspakt. Die Nagiari-Theokratie. Nagiari, okay, die sind hier oben. Und Hanmur. Hanmur, das sind die hier. Haben einen Wirtschaftspakt geschlossen. Okay. Die hier sind übrigens bereits schon in einer Föderation drin. So, und dann wollen wir mal gucken, dass es hier weitergeht. Ja. Wir können parallel mal gucken, ob wir eventuell mit den Hüter von Avebreen weitere Sachen machen können. Die Beziehung gedeihen, das ist gut. Wirtschaftspakt, Forschung können wir noch nichts machen. Migrationsabkommen hat uns tatsächlich gefreut, dass wir das machen können. Der Anführer hat eine neue Stufe erreicht, Igor Statnik. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was der macht. Er ist Bürokrat. Okay. Verwaltet den Erdesektor. Alles klar. Und Hanmur Confederation hat Hartford Trade Commission zum Rivalen erklärt. Das sind die hier oben. Die prügeln sich. Die haben keine. Das bin ich ja. Das finde ich ja interessant. Die haben keine gemeinsame Grenze. Das heißt, diese Planeten werden hier zu ihm gehen. Möglicherweise geht hier noch, noch einer raus. Also zumindest ist nichts zu sehen. Das ist ja spannend. Also das finde ich ja, das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Bei ihm möchte ich jetzt mal gucken, ob wir mit einem Handelsabkommen eventuell an die aktive Sensorverbindung kommen können. Das geht noch nicht. Steht hier ein Grund? Ja, nee, keiner. Schade. Das heißt, dann sollten wir wahrscheinlich erstmal über die Stufe vorsichtig kommen. System erkundet das Yangal-System. Das ist hier oben. Da gibt es nichts Besonderes. Rivalität hatten wir. Und jetzt gibt es tatsächlich zwei mögliche Abstimmungen. Das wurde eingebracht von der Hanmur. Von den konföderierten Kolonien. Das ist ein Fungoid. Der interessant aussieht. Alfred Bielek hat früher immer gesagt, zu dem Essen, was er nicht so schön findet, es ist interessant. Es schmeckt interessant und er sieht interessant aus. Ja, sehr interessant. Gut. Um,
Und das kommt von der Shim Corporate Allianz. Das sind Insekten, okay. Die sind, glaube ich, beide hier oben, oder? Hanmur und Shim Corporate Allianz. Hanmur sind hier oben. Ah, diese Allianz ist hier vorne. Die haben 2, 3, 4 Sternsysteme. Oh Gott. Also ganz ehrlich, hier zu starten, das tut mir tatsächlich ein bisschen leid, ne? Also wenn du hier gestartet bist, da hast du ja quasi, dann ist das Spiel ja eigentlich schon gelaufen für dich. Dann kannst du tatsächlich nur versuchen, mit einer Föderation hier noch ein bisschen was zu machen und dann hierüber hier irgendwas zu kolonisieren, aber also das ist natürlich echt eine doofe Startposition. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, was wir hier machen können. Das breite Schild. Das breite Schild? Okay. Schließt euch uns an, für die Ehre. Das Universum ist ein gefährlicher Ort und alle Mitglieder der galaktischen Gemeinschaft sollten bereit sein, ihre Welten zu verteidigen. Sei es gegen Piraten, Weltraumkreaturen oder das Unbekannte. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 20%. Das heißt, Flottenstärke kommt hier stärker rein. Ich weiß nicht, ob das für uns vom Vorteil ist. Auf jeden Fall hätten wir eine erhöhte Flottenkapazität und leider auch erhöhten Unterhalt von Schiffen. Schiffe sind wir bei momentan 31. Plus 5% ist schon nennenswert. Unsicher. Ich würde es tatsächlich grundsätzlich unterstützen, damit wir eine Flotte aufbauen können hier für diesen Bereich, denn das ist mir tatsächlich ein bisschen zu unsicher. Galaktischen Markt gründen. De facto existiert der galaktische Handel, der nicht an die Leistung der internationalen Diplomatie gebunden ist. Seit die ersten interstellaren Spezies entdeckt haben, dass sie nicht alleine im Universum sind. Als galaktische Anführer sollten wir dazu beitragen, dass dieses kommerzielle Forum legitimiert wird und so jeder einen Nutzen daraus ziehen kann. Effekte. Beginnt die Ereigniskette Geburt des galaktischen Marktes. Das wollen wir natürlich. Ganz klar. Das finde ich cool. Das machen wir. Sehr gut. Alles weg. Abgestimmt haben wir. Und weiter im Text. Unser Schiff ist unterwegs. Jawohl. Und jetzt will ich mal tatsächlich mal gucken. Er geht hier hin. Sollte es nicht... Na, das sind noch... Jungal 2. Ja, das ist ein zeitkritisches Projekt. Dann werden wir tatsächlich mal gucken, dass er hier hingeht und dann hier direkt eine Sternbasis baut. Und hier sollten jetzt genug Mineralien vorhanden sein, um zumindest die Forschungsstation zu bauen. Das passt und dann machen wir gleich mal weiter. Ja, unsere USS Aldrin ist immer noch unterwegs. Da bin ich mal gespannt, wie lange das noch dauert. Und hier gibt es eine ziemlich starke Station. Da will ich tatsächlich mal reingucken. Das müsste das gefallene Reich sein, richtig? Ja, richtig. Die haben tatsächlich eine Schlacht geschlagen und diese verloren. Schade, das kann ich nicht sehen. Die haben auf jeden Fall eine riesige Raumstation. Ein anderes Reich erhebt Anspruch auf unser System, die Dune-Hegemonie. Was für Säcke? Auf welches denn? Gaaria? Wie kommen die denn dahin? Da ist doch nichts. Na, dann ist ja gut, dass wir hier ein... okay, jetzt haben sie hier das System kolonisiert, beziehungsweise einen Außenposten gebaut. Dann ist ja gut, dass wir hier eine Station gebaut haben, aber
dann werden wir definitiv jetzt mal in den Schiffsdesigner gehen, die Bing-Station. Und hier gibt es noch den Reaktorverstärker. Und ich möchte jetzt eine weitere Station bauen, eine weitere Verteidigungsplattform. Die nennen wir einfach mal Bing und Bang. Und die bekommt, ich glaube, es war der hier mit Fusionsraketen, genau. Hier möchte ich dann nur Fusionsraketen haben. Hier gibt es noch nichts. Dann machen wir zweimal Panzerung. Einmal Deflektoren. Automatische Verbesserung an und speichern. Und dann werden wir in der Subtranius-Station noch einmal die Bing-Klasse bauen. Und einmal die Bank-Klasse. Und dann, wenn wir hier wieder genug Legierung haben, dann kommt hier noch ein zweites Mal die Bank-Klasse hin. Damit wir hier auf jeden Fall genug Power haben. Und Kusum ebenfalls. Das ist hier hinten. Alles klar. Und auf Dradim. Das ist hier. Das wird jetzt hier für alle hier weitergehen. Das wird auch wahrscheinlich Subtranius sein und die werden hier auf alle einen Anspruch erheben. Denn dann können sie nämlich einen Kriegsgrund basteln und uns dann danach angreifen. Aber ich weiß nicht, ob sie das sehen, dass wir, jetzt muss ich nochmal gucken, Defensivabkommen haben wir. Das heißt, wenn sie uns angreifen, dann kriegen sie es von zwei Seiten. Dann kommt er mit seiner Flotte und wir kommen in unserer Flotte hier rein. Beziehungsweise, wir würden dann erstmal natürlich nur einen Verteidigungskrieg führen. Ich habe an diesem System möglicherweise Interesse, aber dann haben wir hier unsere ganzen Ressourcen für einen sinnlosen Zweck ausgegeben. Und für einen richtig tiefgreifenden Krieg, da sind wir eigentlich noch nicht gut genug für gerüstet. Das Overprinter-System wurde erfolgreich erforscht. Und du gehst hier hin, das passt. Dann machen wir einfach mal weiter. We have detected an anomaly. Eine Anomalie. Ja, die können wir einfach mal mit erforschen. Das passt. Anomalie der Magellan, das hatten wir. Ja. Allianz of Horacian States hat Hüter von Avebreen zum Rivalen erklärt. Also die mögen sich nicht. Und andersrum auch. Jetzt mal gucken, ob was wir mit denen. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Wir sind schon beim Thema herzlich. Wir machen nichts. Wahrscheinlich verbessern die Beziehung mit uns. Wenn ich jetzt hier nicht Angriffsversprechen schließe, dann sind die natürlich böse auf uns. Wir machen das trotzdem. Wir nehmen hier ein Defensivabkommen. 0,5 wird uns das kosten. Wir sind bei 4,1. Das finde ich trotz alledem wichtig. Das ist gut. Wirtschaftspakt. Sie erhalten monatlich und wir eins. Das machen wir noch nicht. Forschungsabkommen. Führt der Vertrauen monatlich im 0,1. Das machen wir auch. Und das sind die angenommenen Sachen. Sehr schön. Dann haben wir eine neue Stufe für Fernando Dominguez. Und das Sipox-Vortex-System wurde erkundet. Da gibt es tatsächlich nichts. Außer drei
Forschungspunkte für die Ingenieursforschung. Da kümmern wir uns gleich drum. Denn ich wollte jetzt als erstes tatsächlich nochmal in den Handel gehen und Ihnen nochmal die aktive Sensorverbindung vorschlagen. Auf 30 Jahre. Und du kriegst ein paar Ressourcen. Ich würde sagen, Nahrung. Geben dir mal 500 Nahrung. Das erhöht auch gleichzeitig deine Meinung ein bisschen. Passt. Dann gucken wir mal. Ja, sehr gut. Handelsabkommen wurde angenommen. Das gucken wir uns gleich an. Die Hüter von Averbrain und die Sukakan haben ein Nicht-Angriffsversprechen geschlossen. Sehr gut. Das heißt, die beiden, die hier und er hier, die mögen sich auch. Das ist für eine Föderation eigentlich tatsächlich ein hervorragendes Zeichen. Ein Aufeinandertreffen in Esquip. Im Esquip-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren können, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Esquip gekennzeichnet. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, interessant. Das gucken wir uns mal an. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn? Das ist eine riesige Alien-Raumstation, die tatsächlich auch ziemlich stark bewaffnet ist mit 7200. Und die ist natürlich, ja, das ist ein unidentifiziertes Reich. Das haben wir hier auch gehabt in Unabin. Sehen die denn gleich aus? Ja, eine andere Farbe, ne? Aber ansonsten sehen die exakt gleich aus. Vielleicht ist das tatsächlich, also ich vermute ja so grundsätzlich, dass die Grunur und die Baol hier in dem Bereich groß waren. Hier gibt es sehr viele Ausgrabungsstätten. Und ich vermute, die sind hier in diesem Bereich gewesen. Und auch diese Raumstation gehören dazu. Deswegen neue archäologische Städte. Das Forschungsschiff hat ein seltsames Signal, das von Spitjuk stammt, aufgenommen. Jetzt gucken wir mal, wo das ist. Hier, okay. Ja. Er kann sich das tatsächlich mal angucken. Und dann tatsächlich hier hingehen und dann überlegen wir uns mal. Die sind auch unerforscht. Dann müssen wir das auf jeden Fall auch machen. Und dann überlegen wir uns mal, ob wir das tatsächlich ausgraben. So, das passt. Der hat zu tun. Das hatten wir. Das haben wir auch gehabt. Das haben wir auch uns angeguckt. Und dann gibt es noch den galaktischen Markt. Da gibt es etwas. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Jetzt möchte ich mir nochmal die Flottenbewegung angucken von unserem hoffentlich bald Freund. Das ist ein Disukakan, Hüter von Averbrain. Die haben ein Kolonisierungsschiff. Und die sind tatsächlich ziemlich stark. Die haben eine Flotte mit 1000, eine zweite Flotte mit 800. Und also die sind bei knapp zwei Flotten mit einer Flottenstärke von 1000. Da haben wir tatsächlich nichts, dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Wie sehen die denn hier aus? Die sind uns ebenbürtig. Wirtschaftlich zwar überlegen, aber flottenmäßig nur ebenbürtig, mehr nicht. Das heißt, die können eigentlich bei einem Krieg nur verlieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Krieg erklären werden. Wie sehen die hier aus? Die sind uns ebenfalls ebenbürtig, deswegen würde ich vermuten, dass das bei denen auch so aussieht. Und wieso ändert sich das um 4? Ah ja, wegen der Beziehung verbessern. Alliance of Orassian States. Ja, den können wir eigentlich abziehen. Das machen wir lieber hier. Hier hatte ich tatsächlich überlegt, weil das ja auch durchaus ein irgendwie geartetes Säugetier ist. Effiziente
Bürokraten. Das wäre interessant mit denen, aber wenn die beiden sich hier nicht mögen, dann ist das eigentlich für eine Föderation schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen. Und wenn euch das gefällt, bitte abonnieren und Like nicht vergessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.